reisen Sie entlang der Wege des litauischen Geschmacks und entdecken Sie heute den östlichen und nordöstlichen Teil Litauens, die größte ethnografische Region Litauens, Oberlitauen. Bewahren wir das kulinarische Erbe Oberlitauens. Die Oberlitauer, die im Land der Seen wohnen, schauen oft auf die Sonne, die Sterne. Deshalb nennen sie ihr Weltgefühl himmlisch. Beim Aufstieg auf die Hügel in Kernave kann man Oberlitauen von oben am besten sehen. Eine wunderschöne Landschaft dieser Region tut sich von dort aus auf. Vielleicht hören Sie auch von weit her klingende Sitartenes, die nur in Oberlitauen gesungen werden und einzigartig in der ganzen Welt sind. Am Anfang der Reise durch Oberlitauen kehren Sie im Volkskundemuseum Litauens in Rumseskes ein. Das ist eines der größten Museen mit der höchsten Anzahl an Exponaten unter freiem Himmel. Oberlitauen ist auch exklusiv mit seinen Nahrungsbesonderheiten. Die Oberlitauer machen traditionell kein Mittagessen. Sie aßen das, was nach dem Frühstück übrig blieb. Suppe, Fleisch, Pfannkuchen. Der morgen angeheizte Ofen war bis zum Vormittag heiß, weshalb die Speisen dort nicht abkühlten. Es ist noch angenehmer, Oberlitauen zu genießen, wenn Sie heimische Mehlpfannkuchen mit verschiedenen Gewürzen, eine Köstlichkeit aus Blut, Blutwurst oder mit Kartoffelbrei gestopften Naturdarm probieren. Gönöttje, das für eines der schönsten Dörfer des Nationalparks Oberlitauens gehalten wird, ist für seine alte Wassermühle und Fischspeisen berühmt. Betrachtet man das Mühlrad, das vom Flusswasser angetrieben wird, kann man die traditionelle Fischsuppe Oberlitauens probieren. Nachdem Sie sich gestärkt haben, besuchen Sie Birschei. Hier sehen Sie ein majestätisches Stadtschloss und können das wichtigste Festgetränk, Gerstenmalzbier, trinken. Erleben Sie den Sonnenuntergang an den Seen um Sarasai. Reise hierher, probiere und genieße Oberlitauen beim Blick in den Himmel und zu den Sternen, die für die Oberlitauer etwas Besonderes sind.